Und damit herzlich willkommen, liebe Freunde, zurück zu einer weiteren Folge Art of Conquest. Hier mit Ghazul, den wir jetzt ein wenig verbessert haben. Wir nehmen die beiden Helme mit. Jetzt hat er nämlich keinen Moralabzug mehr. Das finde ich super, weil das irgendwie meinen Einheiten gefühlt mehr geschadet hat als den gegnerischen Einheiten. Ich bin da nicht so der Freund von. So, die Lanzen. Wir können mal Lanzenträger benutzen. Die sind auch relativ stark. Halten zwar nicht so viel aus. Und hier eigentlich auch noch Pferde. So. Und sie killt hier einfach mal fast alle Truppen. Bam! Oh, wirklich. Hat sie ja wirklich getan. Ja, guter Skill. Ey, wir müssen auf jeden Fall die Eisenhower noch verbessern. Immer stärker. Ich muss gerade für PvP, wenn mich mal jemand angreift, der wirklich akzeptable Angriffskraft hat, oder ich jemanden angreifen kann, der akzeptable Angriffskraft hat, damit wir den einfach mal stompen können. Aber dafür brauche ich erstmal höhere Level. Ups. Heiltrank, wa? Ja, sieht noch ein Heiltrank aus. Da ist ein Energietrank. So, hier komme ich ansonsten nicht weiter. Dann machen wir den hier. 907 Kraft, also das gleiche wie gerade eben. Zack. Truppen habe ich alle noch, sehr gut. Bäm, weg. Einfach gelöscht, die Einheiten. Deleted. Na, ein paar Lanzenträger gehen drauf, aber es macht nichts. Hier könnte ich Kadaverkontrolle jetzt machen und danach, ach so, Tote kann man gar nicht beleben. Na, sind ja keine Kadaver, sind ja so nur Knochen. Ich kann auch meine Truppen opfern, das ist natürlich uncool. Da muss ich dann halt... Das muss ich halt in Verbindung mit dem Skelettopfer machen. Mit der Kadaverbeschwörung. Und er hat ein Level Up. 16 Energie. Wieder ein Punkt dazu. Sehr schön. Witzen Grove. Gucken wir gleich mal. Denke ich mal, können wir machen. Ne? Gucken wir ganz kurz noch, ob wir irgendwo ein paar Truppen haben. Ein paar gegnerische. Nö. Wir gehen erstmal. Oh, was haben wir hier schönes? Ah, Gold. Ist ja ärgerlich. Der geht halt bis hier hinten nach Skarn. Wir machen erstmal Tran. Das ist immer vom schwächsten Gebiet bis zum stärksten. Oh, 250, also das vom günstigsten Gebiet meine ich jetzt, nicht vom schwächsten, kann man ja so nicht sehen. Tranis, da haben wir da nochmal eine Ruine. Oh, machen wir erstmal hier 95, ja, jetzt werden sie langsam stärker. Langsam werden sie stärker. Nochmal die gleiche Formation wieder. Sollte eigentlich funktionieren, so. Sollte so funktionieren. Das sind natürlich ziemlich stark, die Gegner. So ein bisschen einzufrieren. Wunderbar. Ah, ja doch, die in der Mitte sind eingefroren, komischerweise. Alle anderen nicht so wirklich. Aber ich habe von den Lanzenträgern genug. Da können ruhig mal ein paar drauf gehen. Das ist in Ordnung. Die Bogenschützen müssten sich, ja, machen sie, ne, müssen sich ein bisschen mehr verteilen von den Einheiten her. Die müssen so ein bisschen eine KI haben, wie viel HP hat der Gegner noch. Und wie viele Schüsse braucht man darauf noch? Und die restlichen verteilen sich halt woanders hin. Aber das ist ja wohl nicht so. Ein paar neue Einheiten, mal wieder welche regenerieren lassen. So. Na, gehen wir erstmal hier zu einem Karren. Berittener Bogenschütze. Die habe ich noch gar nicht gesehen. Die sind mir auch völlig neu. Und statt den Pferden machen wir hier noch eine zweite Truppe Lanzenträger hin. Die werden zwar natürlich von hinten schießen. Aber das macht nichts. An die komme ich sicherlich auch schnell ran. Will ich mal hoffen. Nö, die hauen ab. Boah, das ist ja fies, Alter. What the fuck? Guck mal, die hauen ab und greifen an. Das sind natürlich berittene Bogenschützen. Das ist ja cool.
Das ist ja mies. Mein Gasul geht drauf. Ne, das ist nicht gut. Wenn der drauf geht, starte ich das Game neu. So. Alter, das ist ja eklig. Ja, was machen wir gegen die? Ein paar Schützen. Gasul bleibt mal hier. Ups. Avril genauso. Ich muss hier Bogenschützen hinschicken, oder? Gut, die Dings sind genau in Ordnung und die hier müssen aber gegen Bogenschützen ausgetauscht werden. Das bringt ansonsten nicht viel. Ihr seid doof. Schiebt die Truppen nicht so weit weg hier. Okay, das sind ekelhafte Gegner, aber sowas von ekelhaft. Können wir gleich mal hier eine Eisnova hinskillen. Bam, alle gefreezt. Halt natürlich auch nicht so viel aus, die Gegner, ne? Deswegen sind ja nur kleine Pferde. Aber die haben schon... Berittene Bogenschützen sind das Fieseste, aber du kommst einfach mit Nahkampfeinheiten nicht ran. Drei von meinen Schützen gestorben. Je näher sich das Ziel befindet, desto mehr Schaden wird verursacht, während des Kampfes Munition verbraucht. Sobald diese Truppen die Munition ausgeht, verringert sich die Angriffsgeschwindigkeit um 65%. Das heißt, die können nicht mehr angreifen, sondern einfach nur wesentlich langsamer angreifen. Das habe ich vorher anders gedacht gehabt. So, hier haben wir einen schönen Holzkarren. Bam, 300. Na gut, das ist jetzt nicht so viel, wie ich dachte. Hier mal ein bisschen Holz. Nehmen wir den dann mit. 863. Kraftschwertkämpfer mal wieder. Was Schönes. Was wirklich Schönes. So, die kommen weg. Und hier haben wir noch ein paar Schwertkämpfer, die wir mitnehmen. Die können wir sich ein bisschen verteilen hier. Damit sie sich gegenüberstehen, weißt du? Na ja, nehmen wir mal eine Eisnova hier rein, ne? Ich glaube, die ist relativ wirkungsvoll. Avril ist ziemlich geil von den Skills her. Welchen Helden ich aber bisher noch nicht bekommen habe, ist Avalon, ne? Den Helden, den man sich am Anfang aus... Ich habe auf dem Handy mal auf einem anderen Server geschaut, weil... ich weiß nicht, was passiert, wenn ich hier den Server ändere. Ich habe nicht eine Einheit verloren. Und da konnte man halt Avalon, Avril oder Rufio auswählen. Rufio hat man da relativ zeitnah bekommen am Anfang. Aber Avalon bekomme ich gar nicht. Oh, da haben wir... Das sind starke Truppen. Standardmech. Pff, eigentlich will ich nicht gegen die kämpfen. Dann bleibt mir, glaube ich, nichts anderes übrig, oder? Hier bringt auch Eis nichts. Da werde ich mal Rufio mitnehmen. Weil die sind eh nicht anfällig gegen Magie. Das bringt bei denen gar nichts. Achso, das sind sogar Nahkämpfer, okay. Oh Gott, Rufio, überlebst du das? Okay, das ist gut. Ich glaube ja, dass er das überlebt. Sehr schön, Moralschub, Moralschub. Die Bogenschützen hier hinten gehen leider drauf, links von Gasul. Aber langsam kämpfen wir uns von hier rechts langsam nach links. Ich hätte gedacht, das wären Fernkämpfer gewesen, aber es sind einfach nur Nahkämpfer, ja. Dann sind es natürlich nicht so kritisch. Und Rufi hat noch fast volles Leben, obwohl er in den Gegnern drin stand. Ja, der ist ziemlich stark. Oh, die sind aber gar nicht so stark. Das war Level 2, gut. Ein schöner Kampf gewesen. Way too easy. Kann man hier? Ja, jetzt kommen wir wieder nachgucken. Ein gewaltiger Bordon verursacht massiven Schaden bei gigantischen Truppen des Feindes. Rasierhieb, ein gewaltiges Rasierhieb verursacht Schaden bei sämtlichen feindlichen Truppen in der Nähe. Große Einheit und untote Einheit. Hätte man doch freezen können. Anscheinend. So, zack, nächste Truppe besiegt. Hier noch ein bisschen Gold mit der Ruine, habe ich ehrlich gesagt keine Lust drauf. Weiß nicht, was gibt es da als Belohnung? Ja, steht hier nicht drin. Das ist ärgerlich. So, was haben wir da? Nehmen wir erstmal den Stab, würde ich sagen.
paar Untote. Gleiche Team wie gerade eben, würde ich sagen. Gut, Schwertkämpfer habe ich keine mehr. Dann gibt es ja Lanzenträger stattdessen. Rofio, Gasol, alles gut. Bam. So, dann springt er mal ganz jetzt hier hinten hin. Unterstützt da so ein bisschen. Ah, meine nächsten Schwertkämpfer gehen drauf. Das ist nicht gut. Ich hätte sie tauschen sollen, oder? Lanzenträger und Schwertkämpfer. Gut, dann müssen die Lanzenträger dann herhalten. Dann ist das so. So viel werde ich ja eh nicht mehr aufnehmen, bis ich mal wieder alle Einheiten regenerieren lasse. Ganze Trupp von Schwertkämpfern verletzt und getötet. Wir haben noch ein Fässchen. Ein Schild, der vermutlich wieder unnütz ist. Alter. So viele Einheiten. Was haben wir hier noch Schönes? Die Mechs. Zu wenig Schwertkämpfer. Ich könnte die mal benutzen. Das ist mir zu schade für normale. Für normale Gegner. Nehmen wir jetzt die Lanzenträger wieder. Die kann man ja auch im Nachhinein wieder easy erstellen. Bam! Die hinten haben dummerweise keine Moral bekommen. Die Lanzenträger da. Hier ist anscheinend noch gar keiner gestorben. Alle nur verletzt, aber noch keiner gestorben. Aber doch, jetzt sind hier welche verreckt. Da lohnt sich die Kadaverkontrolle aber nicht mehr. So viele Bogenschützen, die auf die eindreschen. Zwei Lanzenträger, das ist in Ordnung. Völlig okay. Ne, wie viel von den Dingern ich noch habe. Hier, die brauche ich für die Lanzen. Bogenschützen. Die für die Schwertkämpfer und die für die Werkstatten-Dinger da. Für die Maschinen. Ich glaube, hier bin ich durch, wa? Was würde denn jetzt kommen? Witzengrof. Hinten haben wir auch noch einen 300er. Wie viele Gebiete man ja erkunden kann, das ist so abartig. Ja, die sind mir ein bisschen zu stark, die Gegner. Da habe ich jetzt keine Lust drauf, ehrlich gesagt, gegen die zu kämpfen. Die kosten mich ein paar zu viele Einheiten. So, wir gehen mal hier hin. Big Hairy Balls, wie kann man sich nur so nennen, ey? So. Ich glaube, da kann ich sogar noch eine Folge aufnehmen, weil ich einfach noch über so viel Energie habe auf den Einheiten. Bam! So, dann stoßen wir mal hier hinten hin. Um da ein bisschen die Massen ein bisschen aufzulockern. Sehr gut. Sieht wunderbar aus. Ich kann es nur von meinen Einheiten machen, ja? Ja, auch die Gegner. Ach, keine Ahnung. Was weiß ich denn? Doch auch von den Gegnern. Das bin ich natürlich schon tief im gegnerischen Gebiet, ne? Ist nicht so cool. Wobei ich mich immer wieder frage, wie andere Karawanen aus anderen Lagern holen können. Ich meine, wenn man hier mal die Karte anguckt. Ah, doch, hier unten ist blau. Weil teilweise kommen die Karawanen von hier und müssen halt ewig dahinter. Aber ist schon alles richtig. Da haben wir hier Schönes. Ork-Veteran. Gepanzerter. Boah, leck mich. Kannst du knicken, das gegen die Kämpfe. Gut, meine lieben Freunde. Ich würde sagen, wir machen mal eine ganz kurze kleine Pause. Wieder mal. Sehen uns in der nächsten Folge. Ich werde noch eine aufnehmen. So viel Energie habe ich ja noch.
Ja, 3, 3, 5, 9, 2. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao.